Und zugeschaltet ist mir jetzt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Matthias Middelberg. Guten Abend. Guten Abend. Sie werfen Bundesinnenministerin Nancy Faeser die bewusste Täuschung der Öffentlichkeit vor. Ein schwerer Vorwurf. Also was denken Sie denn? Was ist die Agenda von Frau Faeser? Warum macht sie das? Ja, ich glaube, dass sie, ich sag mal, bei dem Migrantenthema die Lage banalisieren will. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie das ganz bewusst so gemacht hat, dass sie nicht die wahren Zahlen der jüngsten Entwicklung nennt. Denn die jüngste Entwicklung ist dadurch gekennzeichnet, dass wir sehr viel höhere steigende Zahlen von Asylbewerbern haben aus dem arabischen Raum, aus Asien, aus Afrika. Und dass wir deutlich zurückgehende Zahlen aus der Ukraine haben. Nicht nur Frau Faeser, man hat das Gefühl, die gesamte Bundesregierung will dieses Problem, die steigenden Zahlen der Migration, auch die steigende Zahl von illegal eingereisten Asylbewerbern, wollen dieses Problem am nächsten nicht thematisieren. Und zugegebenermaßen aus der Opposition, aus der Union kam bislang jetzt auch nicht wirklich Druck, dieses Problem anzugehen. Das glaube ich schon. Wir haben Ende März einen Flüchtlingsgipfel veranstaltet hier im Deutschen Bundestag und haben dazu die Oberbürgermeister und Landräte aus ganz Deutschland eingeladen. Hier sind mehrere hundert Landräte und Bürgermeister erschienen und haben sehr deutlich ihren Unmut über die Migrationspolitik der Bundesregierung bekundet. Und es ist eben nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Frage, inwieweit sind wir noch in der Lage, so viele Menschen, die zu uns kommen, zu integrieren? Inwieweit können wir Kita-Plätze, Plätze in den Schulen, aber auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und diese Integrationsleistung wirklich erbringen? Und ich glaube, darüber müssen wir ehrlich diskutieren. Und das setzt natürlich als erstes voraus, dass man mit ehrlichen und sauberen Zahlen arbeitet. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hat jüngst in einem Interview mit Welt die hohen Sozialleistungen hier in Deutschland unter anderem dafür verantwortlich gemacht, dass es so viele Migranten aus Griechenland nach Deutschland weiterzieht. Er sagte wörtlich, die Flüchtlinge laufen den großzügigeren Leistungen hinterher. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, hat nicht auch die Flüchtlingspolitik der CDU der vergangenen Jahre dazu beigetragen? Also es kann so sein, dass die höheren Leistungen eine Rolle spielen. Darüber habe ich jetzt keine, ich sage das mal wirklich, sicheren Erkenntnisse. Aber Fakt ist, mehr als die Hälfte der Migranten landen am Ende nicht in den anderen EU-Ländern, sondern nur in Deutschland. Mehr als die Hälfte. Und das ist ein Zustand, der kann dauerhaft nicht so bleiben. Und wir müssen uns stärker bemühen. Diese Bundesregierung muss sich bemühen. Und ich sage auch ganz offen, auch wir hätten uns vielleicht stärker darum bemühen müssen, auch in den vorangegangenen Jahren, dass wir jetzt endlich auf der europäischen Ebene eine Lösung dieses Problems hinbekommen. Wir werden, ich sag mal, diesem Ansturm nicht mehr lange in Europa standhalten können. Sie sagen, wir müssen dieses Problem lösen. Ein Problem ist ja auch, dass die Abschiebung der meisten abgelehnten Asylbewerber nicht klappt. Die scheitert aus verschiedensten Gründen. Also ist das nicht auch ein Signal, das man sendet, wenn man nach Deutschland kommt? Kann man eigentlich nicht damit rechnen, wenn man keinen Antrag auf Asyl hat, hier zu bleiben? Ja, ich glaube, das ist ein problematisches Signal, das ist ganz klar. Aber ich sehe auch nicht, dass wir gerade bei dem Thema Abschiebungen so besonders erfolgreicher werden können. Wir müssen das Problem an den Außengrenzen der EU lösen. Ich bin selber innenpolitischer Sprecher meiner Fraktion gewesen, 4 Jahre. Und die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, ist die, wir müssen an den Außengrenzen der EU die Lösung finden und müssen möglichst vielen Flüchtlingen auch vor Ort helfen, dass sie in Nachbarländern, in unmittelbaren Nachbarländern Aufnahme finden können, müssen diese Nachbarländer wie etwa die Türkei, das haben wir auch sehr engagiert getan, das haben wir auch in der Vorgängerregierung richtig gemacht, dass wir die Türkei massiv unterstützt haben, damit sie zum Beispiel viele Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt. Das müssen wir viel engagierter weiter vorantreiben. Dann muss es Asylprüfungen an der Außengrenze Europas geben. Und nur die Flüchtlinge müssen dann nach einem fairen Schlüssel in Europa verteilt werden, die auch wirklich eine Asylanerkennung haben. Matthias Middelberg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.